Hallo liebe Dschungelkinder, heute ist ein ganz besonderer Tag und dies ist ein ganz besonderes Video, denn es ist die erste Folge einer ganzen Serie über das Philharmonieorchester. Philharmonieorchester ist ja eigentlich etwas aus dem Bereich Musik. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, Mensch, der hat doch bisher immer nur irgendwas mit Rechnen und mit Mathe gemacht. Ja, das ist eine meiner großen Leidenschaften und eine andere große Leidenschaft ist die Musik. Und ich möchte dir in den nächsten Videos immer mehr über das Philharmonieorchester erzählen. Und das Philharmonieorchester sieht folgendermaßen aus, also das ist besonders aufgebaut, nämlich so. Jedes Instrument und jeder Musiker hat dort seinen ganz bestimmten Platz. Und ich möchte in den nächsten Videos mit verschiedenen Musikern ins Gespräch kommen, mir deren Instrumente vorstellen lassen und mal darüber sprechen, wo die eigentlich sitzen, warum sie gerade da sitzen und was eigentlich so ihre Hauptaufgabe im Philharmonieorchester ist. Und wenn du mir auf diesem Weg folgen willst, dann ist es wichtig, dass du kein einziges Video verpasst. Deshalb nochmal mein Tipp an dich. Abonniere diesen Kanal und klick doch auch auf die Glocke. Dann weißt du nämlich immer, wenn ein neues Video kommt. Egal, ob du jetzt ein Schüler bist oder ob sie zu den Eltern gehören und es sie interessiert oder ob einfach nur ein Musikbegeisterter hier hinterm Bildschirm sitzt. Ganz egal. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann könnt ihr mich begleiten, könnt ihr jede Folge sehen und werdet auch informiert, wenn eine neue Folge online ist. Und ihr begleitet mich damit auf dem Weg, mehr über die Philharmonie und das Philharmonieorchester zu erfahren. Und es geht hier um ein ganz bestimmtes Philharmonieorchester, nämlich das der Rheinischen Philharmonie in Koblenz. Und mit dieser ganz besonderen kreativen Videoserie möchte ich mich auch bei euch bedanken, denn ich habe mittlerweile die 400 Abonnenten auf diesem Kanal geknackt. 400 Leute haben regelmäßig Zugang zu diesem Kanal, werden informiert und schauen sich die neuesten Videos an. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das bedeutet mir sehr viel und ich freue mich total darüber, wenn meine Videos Spaß machen, wenn sie Wissen auch erzeugen und Wissen verbreiten. Und da freue ich mich sehr darüber. Also, bleibt dran, empfehlt gerne den Kanal weiter. Es wird in den nächsten Wochen sehr, sehr spannend werden, wenn wir mehr über das Philharmonieorchester erfahren. Und wir wollen direkt loslegen am Görreshaus, dem Heimatort oder dem Heim der Rheinischen Philharmonie. Viel Spaß! Dies ist eine ganz besondere Folge. Ihr seht es ein bisschen an meinem Outfit. Ich bin ein bisschen schicker als sonst, denn ich befinde mich hier vor dem Görreshaus in Koblenz. Das ist das Zuhause der Rheinischen Philharmonie und die wollen wir heute mal besuchen, also kommt doch mal mit. Hier stehe ich an der Eingangstür zum Görreshaus und ich bin gespannt, was mich darin erwartet. So, wir sind hier in der Rheinischen Philharmonie und ich höre hier schon einen Riesenlärm. Was ist denn hier los? Kommt das hier etwa von oben? Vielleicht aus dem Konzertsaal, wir wollen uns das mal gemeinsam anschauen. Irgendwo scheint doch hier jemand richtig Gas zu geben. Also hier ist das Foyer vor dem Konzertsaal und das hier ist der Konzertsaal der Rheinischen Philharmonie. Ah, hier spürt man die Musik schon. Aber hier kommt die Musik definitiv nicht her. Meine Schüler haben hier definitiv schon gesessen und haben hier ein wunderschönes Musikstück angeschaut. Aber wir wollen noch mal dahin gehen, wo die Musik herkommt. Die kommt von unten. Also, wieder Treppe runter. Guck mal, ob hier jemand drin ist, meine Güte. Boah, das ist aber laut hier, meine Herrschaften, viel zu laut. Hey, mach mal die Musik leiser. Meine Güte. Das ist aber laut hier drin, meine Herrschaften, sage mal. Ich hab auch so Ohrstöpsel, damit es mir nicht die Ohren wegbläst. Zeig mal. Schau mal so. Ganz klein und unscheinbar.
Ja, kein Wunder, dass du nicht hörst, wenn ich anklopfe. Ja, nee, das habe ich natürlich nicht gehört. Wer bist du denn, sag mal? Ich bin der Michael. Und ich spiele Schlagzeug hier in der Rheinischen Philharmonie. Ja, das sieht man. Ich dachte, sowas gibt's nur im Drum, hier in der Rockband. Ja, also das, was ich hier mache, ist so ein bisschen auch mein Zeitvertreib, weil ich sehr gern Drums jetzt spiele. Ab und zu kommt sogar mal im Orchester vor. Zum Beispiel, weiß ich, ob ihr von Leonard Bernstein die West Side Story kennt. Das ist ein Musical und da ist auch ein ganz großes Orchester dabei. Und eben auch dann unter anderem das Drumset, wo man sich ganz schön heftig austoben kann. Das ist ja mega spannend, was du da machst. Dann lass uns mal kurz, vielleicht kommst du mal hinter deinem Drumset hervor. Ja, dann kann ich noch ein bisschen mehr Fragen stellen. Ja. Puh, das war jetzt ein ganz schön heftiger Auftakt. Meine Ohren tun immer noch weh, so laut war das. Aber bevor ich dir zeige, über was ich mit dem Michael eigentlich spreche, muss ich dir sagen, also ganz ehrlich, ein Schlagzeuger, jetzt schaue ich mir den Michael an, und ein Schlagzeuger, den habe ich mir immer ganz anders vorgestellt. Damit hat der Michael erstmal gar nichts zu tun, denn er ist der Schlagzeuger in der Rheinischen Philharmonie und sitzt auch nicht die ganze Zeit nur hinterm Drumset. Du erfährst gleich noch mehr. Achte doch während meinem Interview mit Michael auf folgende drei Fragen. Versuch sie zu beantworten. Ich werde sie dir am Ende des Videos nochmal stellen, damit du sie nochmal vor Augen hast und auch in den folgenden Videos beantworten. Aber für heute achtest du mal auf diese drei Fragen, um das Wichtigste wirklich über das Drumset und das Schlagwerk im Sinfonieorchester wirklich mitzunehmen. Du hast gesehen, der Michael hat da ein großes Drumset vor sich aufgebaut und mich interessiert jetzt, wird dieses Drumset im ganzen Sinfonieorchester immer gespielt oder welches der Elemente des Drumsets wird denn eigentlich im Sinfonieorchester vor allen Dingen gespielt? Außerdem interessiert mich, welche Melodieinstrumente denn so ein Schlagzeuger im Sinfonieorchester eigentlich spielt. Und mich interessiert, was es mit Effektinstrumenten auf sich hat, was das für Instrumente sind und was ihre ganz besondere Aufgabe im Sinfonieorchester ist. Überleg dir, ob du diese drei Fragen beantworten kannst. Ich freue mich, wenn du es mir in die Kommentare schreibst. Dann hast du das Wichtigste aus dem Video wirklich für dich rausgezogen. Also pass gut auf und viel Spaß bei dem, was jetzt folgt. So Michael, sag mal, also wenn du Drumset spielst, was ist denn da genau dein Job und vor allen Dingen dein Platz im Orchester? Also beim Drumset an sich ist natürlich vor allem grundsätzlich auch im Schlagzeug generell, aber beim Drumset im Speziellen, das Tempo halten, das Tempo vorgeben, genau das Zusammenhalten des Orchesters, weil das sind ja doch einige Musiker und Musikerinnen, die da spielen. Vor allem, was im Orchester auch das Problem manchmal ist, ist ja sehr groß. Da können schon mal ruhig 10, 15 Meter zwischendrin liegen. Und das ist nicht immer ganz einfach, da das zu koordinieren, dass es zusammenkommt. Und da hilft das Drumset dann natürlich schon sehr. Mhm. Aber natürlich auch, wenn ich kleine Trommel spiele oder auch am Xylophon teilweise, bin ich dafür verantwortlich, dass es eben gut zusammenhält, das Ganze. Ah, also du spielst gar nicht nur Schlagzeug? Nein. Also was beim Drumset dabei ist, was ich unter anderem sehr oft im Orchester spiele, ist die kleine Trommel. Mhm. Das ist diese, die ich direkt vor mir stehen hatte beim Drumset, die mit den Snares. Die kommt auch wirklich im klassischen Sinfonieorchester ganz häufig vor, zum Beispiel Peter und der Wolf oder auch bei ganz vielen anderen. Wenn wir bei Neujahrskonzerten Polkas, Märsche spielen, kommt die natürlich, da darf die nicht fehlen. Genau, also wird die, kommt die ganz oft zum Einsatz. Mhm. Das sind ja jetzt alles, oder das Drumset an sich oder auch die kleine Trommel sind ja alles Percussion-Instrumente, die irgendwo mit den Takt angeben und so weiter. Gibt es auch andere Schlaginstrumente, die du spielst, die vielleicht mehr Melodien spielen? Genau, also es gibt natürlich noch die Melodieinstrumente, also Xylophon, Glockenspiel, Marimbaphon. Genau, also klassisch im Orchester ist es vor allem das Xylophon und das Glockenspiel, weil die, man schlägt die mit sehr harten Schlägeln an, die kommen sehr gut durch. Ein Marimbaphon, weil man das ja eher mit weichen Schlägeln spielt, hört man das nicht so gut, weil sich das mit den anderen Klangfarben zu sehr mischt, beziehungsweise einfach dann auch untergeht. Genau, aber wir spielen nicht nur Melodien, sondern wir haben auch so Effektinstrumente, eigentlich nenne ich das. Also so ein Becken, so eine große Trommel ist schon auch an so Höhepunkten in der Sinfonie oder in der Oper. Wenn was Dramatisches passiert, dann ist meistens schon die große Trommel und das Becken mit am Start und geben da quasi noch so ihren Senf dazu oder so das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen, genau. Das würde schon ohne natürlich gut klingen, gar keine Frage, aber das ist halt quasi nochmal so ein, ja, so ein, wie so ein Akzent, dass jetzt wirklich die Zuhörer auch wissen, ah, da passiert jetzt wirklich was total Krasses oder was, ja, Interessantes oder eine bestimmte Wendung in der Geschichte oder so. Hm. Kannst du uns so eine große Trommel oder so ein Becken mal zeigen? Ja, natürlich. Eine Vorstellung davon, auch wie sowas klingt, dann kannst du mal feste draufhauen. Genau. Dann hören wir mal, wie das in so einem Orchester richtig klingt. Das sage ich euch auf jeden Fall.
Mensch, das sieht ja wirklich aus wie eine große Trommel, meine Herrschaften. Ist schon nicht so klein. Jetzt bin ich aber gespannt, wie die klingt. Genau. Wow. Also ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause genauso miterlebt habt, wie ich hier gerade, aber die ganze Halle bebt, also der ganze Raum bebt, überall klappert irgendwas und mir schlackern noch die Ohren. Das Ding macht wirklich riesig Krach. Also du benutzt das wirklich auch im Sinfonieorchester und haust auch mal so feste drauf wie gerade? Definitiv. Also wenn wir große Besetzungen haben in der Rhein-Mosel-Halle bei Konzerten, da kann es schon mal passieren, wenn wir mit 90 Leuten auf der Bühne sitzen, Mahler, Schostakowitsch, so Sinfonien, die müssen schon auch ordentlich dann krachen, beziehungsweise man muss auch so laut spielen, weil sonst würde man uns gar nicht hören. Also das ist dann schon auch vom Komponisten so gewollt. Genau. Da müssen aber deine Vordermänner auch so tolle Ohrstöpsel wie du in den Ohren definitiv haben, sonst wird es irgendwann schwierig. Definitiv. Nee, dann wird es natürlich zu laut, sonst ist es ganz klar, genau. Na cool. Und du hast uns noch was anderes mitgebracht? Genau. Wahrscheinlich etwas, was ähnlich laut, aber ganz anders klingt. Genau, also die große Trommel gibt es natürlich schon auch so, dass sie mal alleine vorkommt im Orchester. Klassischerweise wird sie eigentlich immer zusammen im Becken gespielt. Also ihr kennt es vielleicht von Märschen und Polkas eben. Da kommen die ganz, ganz selten mal alleine, sondern sie kommen immer als Paar, wie so ein altes Ehepaar, die schon ewig zusammenleben. So ist es auch. Genau, aber ab und zu sind sie auch mal alleine. Ich kann natürlich jetzt nicht beides gleichzeitig spielen, deswegen kommt es jetzt hintereinander. Okay, wirklich ein ganz anderer Klang. Genau. Aber ja, man kann sich das ein bisschen schwer vorstellen, wie das zusammen klingt. Aber man merkt schon, du machst was mit den Becken, auch mit den Händen und mit dem ganzen Körper, dass das Ganze sich auch so öffnet. Der Klang hat sich am Ende so geöffnet, wie du auch dieses Becken geöffnet hast. Ja, also man kann das natürlich ein bisschen steuern, weil grundsätzlich strahlt so ein Becken quasi in alle Richtungen den Klang ab. Aber ich kann natürlich, wenn ich das jetzt so ein bisschen so öffne, geht es natürlich schon mehr Richtung Zuhörer, kann ich es ein bisschen steuern. Natürlich auch, wie locker oder wie fest ich das Becken halte, kann ich das auch ein bisschen beeinflussen, den Klang. Mhm. Und natürlich an sich, es sind ja nicht die einzigen Becken, die es auf der Welt gibt. Ja. Also es gibt ja unterschiedlichste Becken, verschiedene Materialien, verschiedene Stärken hier, wie dick das Becken ist, die Größe der Becken sind ganz unterschiedlich. Wie die Becken bearbeitet wurden, das ist ja nicht nur einfach ein Stück Blech, sage ich mal, sondern die werden auch gehämmert, also wirklich mit so einem Hammer werden die bearbeitet, dass das Material ein bisschen weicher wird und die dadurch flexibler werden und eben schöner klingen. Genau, und deswegen, da gibt es ganz unterschiedliche Klangfarben, schon allein nur aufgrund des Materials und der Herstellung. Jetzt, du hast gesagt, man kann das jetzt nicht zusammenspielen. Wir sind ja aber zu zweit. Kannst du mir beibringen, wie ich die große Trommel spielen kann, sodass wir das gemeinsam machen? Natürlich, machen wir auf jeden Fall. Na gut, dann machen wir das jetzt. Ja. Okay, dann geht's los, oder? Michael, bist du bereit? Zähl mal ein, ja? Okay. 1, 2, 3, 4. Ja, cool, also so klingt das also zusammen. Ja. Das ist ja gar nicht so schwer. Also meinst du, ich könnte mitmachen? So große Trommel, da können wir dich dann schon mal ein. Ja, genau, du bist ja ein bisschen so große Trommel haben. Mensch, ich habe das Gefühl, das Video wird immer, immer spannender, was der Michael mir alles erzählt. Das ist ja unfassbar, wie vielseitig sein Beruf ist, wie vielseitig seine Aufgabe im Philharmonieorchester ist. Und jetzt hat er ja gesagt, er spielt ja nicht nur, er haut ja nicht nur auf irgendwelche Trommeln und haut nicht irgendwelche Becken zusammen, sondern er spielt ja auch Melodien. Wie das aussehen soll, keine Ahnung, das wird er uns aber jetzt hoffentlich zeigen. Das ist also das Marimbaphon. Das ist ja ein riesiges Instrument. Passt das überhaupt auf die Bühne? Ja, bei all den anderen. Die Bühnen sind dann schon so groß, dass es drauf passt. Aber du hast recht. Manchmal ist es tatsächlich zu groß. Es gibt auch Marimbas, die kleiner sind. Die gehen zum Beispiel nur bis hierher. Also ich würde sagen, so bis vor 30 Jahren und sowas gingen die Marimbas alle nur hier, das hier. Es wurde halt dann immer mehr, weil es wurden immer mehr Stücke geschrieben, die auch die tieferen Lagen gebraucht haben oder wo sie gebraucht wurden.
Und dann kam auch das A-Marimba, das ging dann bis hier. Dann kam auch mal das F-Marimba. Ich glaube, ein E-Marimba gibt es sogar auch. Und mittlerweile sind sie beim C. Wie es manchmal so ist, hat unsere Kamera genau an dieser Stelle versagt. Es ist unfassbar schade, was wir dadurch verpasst haben. Wir haben verpasst, wie Michael auf dem Marimbaphon spielt. Wir haben das im Nachhinein nochmal gedreht und ich werde es dir am Ende dieses Videos noch zeigen. Aber jetzt an dieser Stelle möchte ich einmal festhalten, was für eine unfassbar vielfältige Aufgabe ein Schlagzeuger im Philharmonieorchester doch hat. Was für interessante Instrumente er spielt und wie vielseitig und wechselhaft er doch sein muss. Mal muss er laut spielen, mal muss er richtig auf etwas drauf rumkloppen, um das in meiner Sprache zu sagen. Und mal muss er ganz filigran ein Melodieinstrument spielen. Ich erinnere dich nochmal an meine drei Fragen, die du bis zum nächsten Video beantworten sollst. Nämlich erstens, welchen Teil des Drumsets benutzt denn der Schlagzeuger im Philharmonieorchester ganz besonders häufig? Die zweite Frage ist, welche Melodieinstrumente hast du denn in diesem Video kennengelernt und auch mal mitbekommen und gehört? Welche Melodieinstrumente hat Michael aufgezählt? Und die dritte Frage ist, wozu dienen eigentlich die Effektinstrumente? Was sind das für Instrumente und was machen die eigentlich? Wozu werden sie benutzt oder auch vom Komponist eben ganz bewusst in die Stücke mit integriert? Und jetzt zum Abschluss möchte ich einmal Michael nochmal die Bühne geben, uns zu zeigen, was er auf dem Marimbaphon drauf hat. Viel Spaß dabei und ich freue mich, wenn du dir die nächsten Videos noch anschaust. Und denk dran, die Fragen zu beantworten, darfst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Die Auflösung folgt dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin ganz liebe Grüße, dein Herr Smart.
Krass, Michi. Ey, was war das denn? Mega cool, mit 4 Schlägen? Macht das jeder so oder bist du da ein Ausnahmetalent? Nein, auf keinen Fall. Das ist bei Marimba tatsächlich Standard. Standard? Ja, also das ist, genau. Ist einfach, liegt natürlich daran, weil das Instrument tatsächlich so eine große, so einen großen Oktavumfang hat, dass man einfach ja, mehr Möglichkeiten hat, auch überhaupt an die Töne zu kommen, weil ich natürlich mit dem Außenschlägel weiterkomme, als wenn ich nur jetzt einen in der Hand hätte. Und ich natürlich auch mehrere Töne gleichzeitig spielen kann und da noch ein bisschen mehr Abwechslung ins Spiel bringen kann. Okay, also mich hast du absolut begeistert. Ich finde es mega krass, dass das so funktioniert. Und wenn du jetzt schon so eine Koryphäe bist, möchte ich dich ein kleines bisschen herausfordern. Vielleicht hast du ja Lust dazu. Ich schaue mich hier um und hier gibt es wirklich einige verschiedene Sachen, wo man irgendwie draufhauen kann und verschiedene Töne erzeugen kann. Ich würde dir einfach mal ein paar Sachen vor dich hinlegen, gebe dir 2 Stöcke in die Hand und du guckst mal, ob du irgendein Beat draus bastelst. Ja, das ist eine super Idee, da habe ich total Lust drauf. Mach mal. Okay. Sehr gut. Wollen wir dem Michi doch mal hier ein kleines Set zusammen, oder Setup nennt man das in der Musik, zusammenbauen. Jetzt gucke ich mal gerade hier hinter mir, da sind doch viele lustige Sachen. Guck mal, das sieht aus wie eine riesengroße Kuhglocke. Boah, ist es auch. Klingt auch so. Nehmen wir die doch auf jeden Fall schon mal mit. Außerdem ist der Michi ja heute mit dem Fahrrad da, sehr umweltbewusst. Und ich bin mir sicher, der hat nichts dagegen, wenn wir mal so ein bisschen auf seinem Helm rumknüppeln. So, was eignet sich noch? Jetzt hätte ich unfassbar gerne euch dabei für ein paar gute Tipps. Hier hinter der großen Trommel. Michi, komm mal, ich hab dir was Schönes zusammengebaut. Wow, das sieht das sehr gut aus. Ist das nicht ein professionelles Setup? Das ist der Hammer. Das könnte man ja eigentlich wirklich so im Sinfonieorchester gebrauchen. Oder? Sensationell, so definitiv. Also zeigt es keinem Komponisten, der kommt darauf. Dumme Gedanken. Sensationell. Hast du denn wirklich eine Idee, was du jetzt damit anfangen kannst? Ja, ich habe schon 100 Grooves im Kopf. Okay, also dann sind wir gespannt. Wir hören dir natürlich aufmerksam zu. Viel Spaß. Danke, ja, ich wünsche euch auch viel Spaß. Den Helm sollst du nicht anziehen, gell? Sondern der ist Teil des... Also, ja, schon zum Spielen, natürlich, genau. Genau, ich überlege gerade noch. Okay. Das war der Oberknaller. Also so kann man das auf jeden Fall auf die Bühne bringen. Mensch, du bist ein absolutes Naturtalent. Beziehungsweise Naturtalent. Natürlich steckt da viel Talent dahinter, aber es steckt natürlich unfassbar viel Übung dahinter. Seit wann spielst du Schlagwerk? Also Schlagzeug spiele ich schon seit der ersten Klasse. Genau, so richtig ernsthaft dann
so in der Jugend hat man ja mal solche und solche Phasen, aber richtig ernsthaft habe ich dann mit 19, 20 angefangen, genau, mich fürs Studium vorzubereiten und dann zu studieren. Genau. Also das heißt, wie lange... Also ja, ihr wisst ja nicht, wie alt ich bin. Ne? Ja, musst du auch nicht verraten, jetzt halt nur, vielleicht rundest du ein bisschen. Also ich würde sagen, so 16, 17 Jahre mache ich es jetzt ernsthaft. Boah. Und genau, davor halt, also insgesamt sind es dann tatsächlich... Wie alt ist man denn in der ersten Klasse? Das wisst ihr besser als ich, ne? Da 7 oder so. Ja, also würde ich sagen, 29 Jahre sind es jetzt schon. Fast 30 Jahre sitzt der Michi schon am Schlagzeug und spielt, ihr habt es eben gesehen, Marimbafon und zaubert jetzt mit solchen, eigentlich schlecht geeigneten Instrumenten wie einem Fahrradhelm doch noch so ein schönes Arrangement. Und man muss das mal gerade zeigen. Ich meine... Er hat ja keine Drumsticks verwendet, sondern tatsächlich, wie sieht man das hier, das sind chinesische Essstäbchen, okay, aus Plastik. Also da muss man auch erstmal drauf kommen. Michi, es hat unfassbar viel Spaß gemacht mit dir. Ja, mir auch. Und vielen Dank, dass du uns hier in dein Reich der Percussion ein kleines bisschen mitgenommen hast. War super interessant, gerne, mega vielen cool. Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Ciao.